Willkommen zurück zu unserem Let's Play Edna bricht aus. Das letzte Mal haben wir den unteren Teil des Hauses bereits erkundet und auch schon die ersten zwei Zimmer am ersten Stock. Jetzt kommt noch das letzte Zimmer im ersten Stock, das Arbeitszimmer. Das werden wir als nächstes machen. Okay, das schaut seltsam aus. Hey, da ist ein Feuerzeug. Wir können den Ofen ja doch noch Das aufdrehen. Feuerzeug meines Vaters. Das nehmen wir doch glatt. Mein Vater hat mir früher immer verboten, damit zu spielen, aber ich kann ihn nirgendwo sehen. Schon haben wir es. Früher durfte ich damit nie spielen. Und jetzt weiß ich nicht mehr, ob es mir Spaß machen würde. Na klar, wir können endlich Alfreds Ameisenfarm ausräuchern. Alfred ist tot, Harvey. Wie lange leben Ameisen? Oh Gott. Die Scherben sind bereits gebrannt. Okay. Ich bräuchte eher eine Möglichkeit, diesen Prozess rückgängig zu machen. Okay. Das heißt, wir können jetzt aber wahrscheinlich den Ofen aufdrehen unten. Hey, das ist ein Foto. Ist das ein Foto von uns? Hey, das ist ja ein Bild von mir. Oh. Ich habe es meinem Vater geschenkt und es sollte auch bei ihm bleiben. Willst du mir etwas sagen, Edna? Deine Schuld, deine Schuld, deine Schuld! Oh, das war jetzt nicht nett. Weißt du, wann dieses Foto gemacht wurde, Harvey? Ich glaube, ich war nicht dabei. Es habe ich erst später gekommen. Mattes Sachen lasse ich lieber in Ruhe. Du hast sein Dings genommen. Es ist ein Feuerzeug, das du nicht nehmen durftest. Naja, mit dem habe ich noch gar nicht geredet. Flimflam, Funkel, Licht ins Dunkel. Warte mal, können wir das auch anzünden? Ich zünde sie für Mattes an. Später. Warum nicht jetzt? Das war die Schreibfeder meines Vaters. Warum hatte der Ach, eine Mattes. Schreibfeder? Wieso hat er keinen Kugelschreiber verwendet? Na gut, andererseits, das schaut da aus, als wäre es im Mittelalter. Wenn du mir doch nur sagen könntest, was damals vorgefallen ist. Können wir es nehmen? Hier in seinem Arbeitszimmer steht sie genau richtig. Ich lasse lieber alles so, wie es war. Du hast dein Feuerzeug genommen. Ob Mattes da, wo er jetzt ist, auch Licht hat? Mein Vater hat manchmal so lange gearbeitet, dass solche Kerzen ganz runterbrannten. Warum hat er kein Licht in dem Zimmer? Sie gehört auf das Pult meines Vaters. Mattis hat mir verboten zu zündeln. Aber Mattis ist nicht hier. Das steht mir nicht zu. Mattes Sachen lasse ich lieber in Ruhe. Okay, das ist irgendwie bedrückend hier. Ich mag wieder in die Mattes Sachen Innenanstalt. lasse ich lieber in Ruhe. Mattes Sachen lasse ich lieber in Ruhe. Okay, das heißt, wir werden dann nichts rauskriegen. Ja, also die Texte für die Zimmer von Ednas altem Haus geschrieben habe, weiß ich noch, dass ich selbst ganz nostalgisch, wehmütig, melancholisch geworden bin. So, als hätte ich wirklich selbst früher darin gelebt. Also es stimmt zwar, dass ich die Objekttexte, die ganzen, erst ja, über ein Jahr später geschrieben habe, nachdem. Stimmt das überhaupt? Ein Jahr? Ja, zumindest ein halbes Jahr, so ein Jahr. Ich habe sie in zwei Phasen geschrieben, nachdem ich die Hintergründe gezeichnet hatte. Aber trotzdem da drin rumzugeistern und mir alles anzugucken, was man ja tatsächlich macht, wenn man die Texte schreibt und
dazu quasi in Ednas Erinnerung zu wühlen. Da kam vieles so unglaublich selbstverständlich. Also ich kannte ja Ednas Geschichte sozusagen und sich dann vorzustellen, wie sie halt mit diesen Gegenständen in Mattis Studierzimmer nicht spielen durfte, hatte für mich halt irgendwie was seltsam Reales, dass ich halt selbst auch ganz traurig wurde. Es jetzt halt gar keinen Sinn mehr macht, damit zu spielen, wo Edna das ganze Spiel über mit Sachen, mit Gegenständen halt rumgealbert hat, kommt sie jetzt in das Studierzimmer ihres Vaters, an das sie sich erinnern kann, wo sie halt wirklich noch ein kleines Kind war und es macht keinen Sinn mehr, mit den Sachen zu spielen. Ihr Vater ist tot, derjenige, der das verboten hat. Vielleicht schaffe ich jetzt einen Schaudern. Falls euch wundert, ich nutze diese Mattis, diese Brokkoli-Szene immer, um nebenbei zu essen. Schmatz, schmatz, knirsch, knausch. Da ist noch ein Bett. Das ist Mattes Bett. Als ich noch ganz klein war, bin ich immer hierher gelaufen, wenn ich nachts Angst hatte. Oh, ist das süß. Ach, Mattes. Das ist Mattes Bett. Du bist ein kleines Kind, du kannst dich zu deinem Vater ins Bett kuscheln. Wo war eigentlich deine Mutter? Sieh mal, Harvey. Mattes Bett. Er ist nicht da. Wir können eine Kissenschlacht machen. Harvey, Mattis kommt nie wieder. Yippie! Dann haben wir sogar Zeit für zwei. Oh ja, Harvey ist definitiv pietätlos. Das ist Mattis Bett. Da habe ich nichts verloren. Können wir das Bett anzünden? Das ist Mattis Bett. Da habe ich nichts verloren. Wollen wir ein Feuer legen? Schon gut, ich wollte dich doch nur aufheitern. Weiß ich doch, Kumpel. Willst du dich einen Augenblick hinsetzen, Harvey? Nicht nötig. Wir sind ja fast am Ziel. Außerdem werde ich ja die ganze Zeit getragen. Das stimmt. Benutzen wir den Stuhl. Bald kann ich mich ausruhen. Ich muss nur noch in mein Zimmer, um meine Erinnerung wiederherzustellen. okay. Glaubst du, dass das was bringt? Können wir das Foto anzünden? Mattes Sachen lasse ich lieber in Ruhe. Okay, also nein. Ich glaube, wir haben alles hier gefunden, was wir finden mussten. Gehen wir nach oben. Wir haben hier eine Tür. Eine Vase. Die Pflanze scheint noch zu leben. Vielleicht ist doch noch nicht alle Hoffnung verloren. Ja, und ein Baum ist auch herinnen, sehe ich gerade. Hey, irgendwer hat in meiner Abwesenheit meinen geheimen Kaugummivorrat geplündert. Jetzt bin ich wieder da. Jetzt wird alles gut. Na dann gieße die doch gleich. Hey, irgendwer hat in meiner Abwesenheit meinen geheimen Kaugummivorrat geplündert. Harvey? Erinnerst du dich an diese Vase, Harvey? Na klar, da haben wir immer unsere Kaugummis versteckt. Ja, das habe ich jetzt nicht gecheckt. Da muss niemand mehr nachhelfen. Sie ist im Pflanzenhimmel. Ich dachte, sie lebt noch. Der Tollmann. Da muss niemand mehr nachhelfen. Sie ist im Pflanzenhimmel. Das wird sie auch nicht mehr retten. Das Fenster schauen wir uns jetzt nicht mehr an. Das haben wir so oft angeschaut schon. Da muss niemand Fenster. mehr nachhelfen. Sie ist im Pflanzenhimmel. So, was sagst du zu diesem Raum noch? Dann kann ich nämlich das letzte Stückchen auf meinem Teller aufessen. In diesem Raum hab ich die Lichtstimmung vergeigt. Diese
diese Perspektive habe ich nie gezeigt. Während des Zeichnens von den Texttabellen habe ich Lasagne gegessen. In diesem Raum habe ich die Schattenlayer vergessen. Und jetzt steht ihr hier vor der letzten Tür, habt euch artig alles angehört. Wofür? Okay, es wurde gesungen das letzte Mal. Und er meint, er hat es besonders schlecht gemacht hier. Keine Ahnung, also ich sehe da jetzt nicht unbedingt etwas. Aber ich bin auch kein Perfektionist, so wie Poki offensichtlich. Na dann. Lasst uns die Tür ansehen und reingehen. Diese Tür wurde lange nicht benutzt. Klopf, klopf. Glaubst du etwa, ich falle darauf herein, Edna? Ja. Nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Okay. Benutzen wir sie mal. Zu. Die ist zugesperrt. Den stecke ich da so bestimmt nicht wieder rein. Okay. Wir haben jetzt das Feuerzeug. Das heißt, wir können wieder runter in den Keller. Wir können den Ofen anzünden. Wir können das Gold schmelzen. Und wir können rein theoretisch uns einen Schlüsselabdruck machen. Nein, können wir nicht. Weil wir haben noch kein Lehm. Irgendwoher müssen wir noch Lehm kriegen. Draußen vielleicht? Habe ich irgendetwas übersehen draußen? Wahrscheinlich. Ach weh. Stop. Feuerzeug mit Pilzsuppe. Da mache ich lieber kein Feuer. Warum nicht? Ich will die Pilze nicht auch noch ermutigen. Okay. Da muss niemand mehr nachhelfen. Okay. Brennt nicht. Topflappen brennen nicht so leicht. Das habe ich oft genug probiert. Wir sollten den Spaten anzünden. Nein, Harvey, das sollten wir nicht. Aber... Nein. Okay. Ich bin mir sicher, dass wir das jetzt machen können. Mal gucken, was noch in dem alten Kessel steckt. Hurra! Wir haben jetzt einen Topf mit dem Ofen. So leid es mir tut. Ich muss den Generalschlüssel wieder einschmelzen. Topflappen. Kinder, das Gold ist fertig. Okay, wir haben einen dampfenden Topf. Das klappt so nicht. Gut, ich glaube, wir müssen raus. Irgendwoher müssen wir Lehm kriegen. Habe ich irgendwas übersehen? Fenster, Tür, Mond, hinters Haus. Na, dann gehen wir hinters Haus mal. Vielleicht dort. Zum Schuppen. Fenster, Schuppen, Tür zur Veranda. Aber hier gibt es keinen Lehm. Hier gibt es nur die alten Erinnerungen. Kann man die mitnehmen eigentlich? Die sind nur für Leute, die sich ungern die Hände schmutzig machen. Okay. Gut, also hier nichts. Irgendwas habe ich übersehen, aber was? Vielleicht an der Vorderseite. Wir haben den Dings erst gekriegt, nachdem wir bereits... Das sind Scherben. Können wir die Scherben nehmen? So ist er vielleicht nach all den Jahren doch zu was Nütze.
Oh, wir haben Scherben. Tonscherben. Und die müssen wir jetzt mit Wasser versetzen. Vielleicht im Fass hinten. Oder gibt es da einen Teich? Ein Tonabdruck des Schlüssels wäre schon nützlich. Leider sind diese Scherben bereits fertig gebrannt. Okay. Vielleicht finde ich eine Möglichkeit, diesen Prozess rückgängig zu machen. Entbrennen. Abkühlen. Wie macht man sowas? Ins Wasser werfen natürlich, aber Guck mal, Edna, die Nase ist noch heil. jetzt nicht mehr. Und das linke Auge ist auch noch ganz. Das sind bereits fertig gebrannte Tonscherben. In diesem Zustand kann man wenig damit anfangen. Vielleicht gibt es ja einen Weg, sie wieder aufzuweichen. So, vielleicht Ich streicheln. fürchte, für eine sanfte Behandlung ist es zu spät. Okay. Da haben wir, gehen wir nach hinten mal. Dort gibt es ein Fass. Vielleicht ist das Fass nass genug. Tonscherben, Fass. So habe ich früher immer Golems geknetet. Echt jetzt? Ich erinnere mich. Die Golems haben deine Alfred Sandburg zertrampelt. Und wer was anderes sagt, der lügt. Aber ich glaube, ich kann jetzt auch ein wenig Matsch gebrauchen. Oh, das war einfacher, als ich dachte. Na dann. Ich mache einen Abdruck, indem ich die beiden einzelnen Teile in den Ton drücke. Prima, das hat geklappt. Okay, was sagst du eigentlich zu diesem Fenster? Diesen Screen kennen wir bereits in der fröhlichen Fassung aus der ersten Tempomorph-Szene. Ich finde es mir trotz der wenigen Striche ganz gut gelungen, halt irgendwie diese Atmosphäre einzufangen, die Edna haben muss, wenn sie halt irgendwie zurückkommt und das, was sie sich in ihrer Fantasie, in ihrer Erinnerung noch irgendwie als kitschig, bunt und fröhlich und kindlich naiv vorgestellt hat, halt total verwahrt zu sehen. Obwohl ich die Screens gegen Ende nicht mal mehr meinen eigentlichen Satz an Zeit hatte, den ich mir zurechtgelegt und ausgerechnet hatte. Ich stand damals unter ziemlichem Zeitdruck, weil das alles noch in meiner Diplomphase war, rechtzeitig fertig zu werden und hatte mir ausgerechnet, dass ich pro Screen einen Drittel Tag hatte. Das wurde nach hinten raus immer weniger. Wir sind ja jetzt schon ziemlich weit hinten. Oh, Backe. Ein Dritteltag pro Screen, der ist aber ziemlich flott vorangegangen. Ich glaube nicht, dass ich das in einem Tag schaffen würde, geschweige denn in einem Dritteltag. Na gut, andererseits, ich kann auch nicht zeichnen, also so gesehen. So, wir haben einen Abdruck, den wir brennen. Was einmal geklappt hat? Klappt auch ein zweites Mal. Naja, dann. Gute Idee. Ich schütte das Gold in die Form. So, jetzt dampft er. Noch immer heiß. Wie war das noch gleich? Abkühlen. Naja, dann gehen wir wieder zum Fass. Ich nehme mal an, dort ist noch immer Wasser drinnen. Eigener Haustürschlüssel. Tja, das ist Mein nicht Vater schlecht. wollte nie, dass ich einen bekomme. Dann Aus hätte er gutem dich nicht Grund. mehr einschließen können. Der Schlüssel passte ja auch zu deinem Zimmer. Ah. Damit kriegen wir jetzt auch diese Information, dass wir damit in unser Zimmer kommen. Aber wir werden diesen Schlüssel hier benutzen. Ich entferne auch gleich das doofe Absperrband. Gut. So ist es richtig, einzutreten in das Haus, nicht über den Keller. Das tut man einfach nicht. Gut, Herrschaften, dann.
wollte noch einmal diese Sachen mit dem Zeug verwenden. Das wäre quasi die Definition von vergebener Liebesmüh. Ich kann auch später noch das Geschirr abwaschen. Okay. Schaumschlüssel. Der ist bereits erkaltet. Ah ja. Ah, da hätten wir wahrscheinlich auch abkühlen können. Oder das Wasser holen können für den Matsch. Gut. Na dann, rauf mit uns ins letzte Zimmer. Ich bin gespannt, ob der wirklich sperrt. Schaut gut aus. Das ist wirklich mein altes Zimmer. Definitiv. Ich habe es endlich geschafft. Jetzt brauche ich nur noch mein Tagebuch. Warum? Weißt du noch, wo ich es immer hingetan habe, Harvey? Seltsam. Diese Erinnerung ist immer noch vernebelt. Aber ich glaube, mit all diesen Gegenständen hier dürfte es nicht schwerfallen, ein letztes Mal in die Vergangenheit zu tempomorphen. Au ja. Wir verstecken das Tagebuch dann einfach irgendwo, wo ich es hier finden kann. Oder wir gucken einfach gleich hinein. Noch besser. Worauf warten wir noch? Los geht's! Na dann, halt dich fest! Was? Wir tempomorphen, bevor wir noch irgendetwas anschauen können? Ich kann es einfach nicht fassen. Was mache ich nur verkehrt mit dir? Dem armen Alfred einfach eine Eidechse in den Kragen zu stecken. Habe ich dich so erzogen? Richtig. Ich erinnere mich daran. Mein Vater hat mir Hausarrest gegeben. Als wenn uns diese Tür jemals aufgehalten hätte. Uns interessiert nur das Tagebuch, Harf. Herr Konrad! Herr Konrad! Na toll. Trottelalarm. Was ist denn, Alfred? Bestrafen Sie Edna jetzt? Das hatte ich gerade vor, ja. Sie muss besonders hart bestraft werden. Das Ungetüm hat in meine Schulter gebissen. Ich werde vielleicht nie wieder die Fiedel spielen können. Du kannst dir sicher sein, dass die Bestrafung angemessen ausfallen wird, Sohnemann. Schön wär's. Mein Vater sagt, ihre disziplinaren Maßregelungen zur Zähmung dieses überdrehten Wildfangs. Danke. Sind höflich ausgedrückt und zureichend. Sagt er das also? Nächstes Mal sollten wir einen Skorpion nehmen. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne persönlich Wache schieben. Nur um sicherzugehen, dass das Ihr zugewiesene Strafmaß eingehalten wird. Nur zu. Und jetzt komm raus hier. Diese kleine Mistkröte! Ignorier ihn einfach. Lass uns lieber das Tagebuch finden. Das ist eine Mistkröte. Das ist wirklich eine Mistkröte. Ich verstehe durchaus, dass Edna ihn nicht mag. Okay, Tagebuch. Hier, schaut das Tagebuch. Hier ist das Tagebuch. Hey, da ist ja schon mein Tagebuch. Na, das war mal einfach. Endlich werde ich mich wieder an alles erinnern können. Yippie! Zumindest an alles, was du bis jetzt getan hast. Warte mal. Wann war noch gleich dieser Mord, den mein Vater angeblich begangen haben soll? Der Pastor sagte etwas vom 3. August. Laut dem Tagebuch ist das heute. Du hast mich an den Tag des Mordes zurücktempomorpht. Ups. Nein, nein, das ist sogar sehr gut. Jetzt können wir aus erster Hand seine Unschuld feststellen. Wir müssen ihn nur finden und nicht mehr aus den Augen lassen. Lass uns sehen, dass wir hier rauskommen. Endlich können wir seine Unschuld beweisen. Okay. Da kommen schmutzige Kleidungsstücke und geheime Naschvorräte hinein. Sag ah. Aha, 1456 in Subordinal, leicht kariös. Auf der Rückseite gab es einst einen geheimen Durchgang in ein fernes Königreich. Okay. Ich habe ihn versiegelt, nachdem ich den Eispalast in Brand gesteckt hatte. Oh. Vollkommen unbeabsichtigt natürlich.
Nein. Nehmen wir mal das Tagebuch. Ich weiß genug. Reden wir mit dem Tagebuch? Was hast du mir zu erzählen, Hort der Erinnerung? Ich weiß genug. Das sagen sie alle, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht genug weißt. Hey, da oben ist ein Elefant. Das ist Apokalypsur, mein zweitliebstes Stofftier nach Harvey. Leider ist er stumm. Dafür beherrscht er die Gebärdensprache. Und er kann den Morsecode rülpsen. Okay, können wir ihn nehmen? Apokalypsur bleibt heute im Regal. Er muss seinem Mutterschiff telepathisch Bericht erstatten. Hey, Apokalypsur, Zeit für einen Ausritt? Er sagt nein. Ich finde es lustig, dass eine Post ist von Daedalic, also von der Firma, die das Spiel quasi herausgebracht hat. Ich weiß nicht, ob es die Firma ist vom Poki, und auch das da schaut irgendwie so aus, als wäre es von ihm. Fragen wir mal. Der aufmerksame Zuhörer mag sich in diesem ersten, letzten Rückblenden-Screen wohl die Frage stellen, berechtigterweise, wie kann es sein, dass die Hintergründe, die etwa ein Dreivierteljahr vor Gründung von Daedalic entstanden sind, bereits mit der Daedalic-Feder und sogar einem Plakat zu The Whispered World geziert sind. Mhm. Die langweilige Antwort auf diese Frage ist natürlich, die wurden später hier in den Hintergrund reinmontiert, woraus sich auch die Anschlussfrage ergibt, was war wohl vorher auf diesen Postern? Und die noch viel langweiligere Antwort auf diese Frage ist, vorher waren das einfach zwei einfarbige Poster in diesem Raum. Enttäuschend. Sehr enttäuschend. Okay, wir müssen hier raus. Na dann benutzen wir mal die Tür. Zu. Das Fenster. Na dann. Hallo Vergangenheit. Hast du mich vermisst? Können wir rausgehen? So viele Erinnerungen da draußen. Okay, Harvey. Du kannst zum Fenster, ich wusste es. Oh, das ist ein Specht. Ist doch ein Nest. Kann das sein? Da ist Alfred. Was noch? Nur Alfred eigentlich. Oh, und noch einmal Poki. Wenn wir uns Poki an. Ich bin mir wirklich nicht sicher, wie ich diese Räume hier in zwei Variationen gezeichnet habe, weil ich es ja alles offline gemacht habe. Ich glaube, um die Raumgeometrie zu erhalten, habe ich die entsprechenden Stellen, die ich in der zweiten Version anders zeichnen wollte, digital wegradiert, das dann wieder ausgedruckt, die neuen Linien nachgezeichnet und das dann wieder eingescannt. Anders kann es nicht gewesen sein. Okay. Klingt nach. Und ich glaube, das hier ist die zweite Version, weil sonst wären die Linien nicht so verkürzt. Ja. Das ist die zweite Version. Okay, gut. Wir gehen wieder raus. Hallo? Dem Specht gibt es hier nichts. Naja, allzu viel müssen wir hier nicht sehen. Zeigen wir mal den Specht. Hey Edna, warum machst du es nicht wie der Specht? Was meinst du? Soll ich an die Tür hämmern, um Alfreds Aufmerksamkeit zu erlangen? Oh, eigentlich dachte ich, du könntest den Kopf gegen die Wand schlagen. Aber dein Plan hat auch was. Hm,
Das stimmt. Ist Alfred nicht ein Oberkotzklumpen? Diese Gesichtsschleimhautreizung ist jetzt endgültig unten durch. Okay, na gut, wir klopfen an die Tür. Ja, bitte? Lass das, okay? Alfred, bist du noch da draußen? Edna hat Hausarrest! Edna hat Hausarrest! Okay. Ja, bitte? Alfred, bist du noch da draußen? Edna hat Hausarrest! Edna hat Hausarrest! Lass das, okay? So, gut, na Harvey, geh noch einmal da raus und schau mal, ob du da reinkommst. Kannst du da rein? Nein, schaut nicht so aus. Und es gibt hier auch nichts mehr zu sehen. Gibt es da noch was weiter? Nö. Was sagst du dazu? Rekursion ist ja eines der wichtigsten Handwerkszeuge eines Dramaturgen. Rekursion? Und deswegen fand ich es ganz neckisch, dass man zum Schluss des Spiels noch einmal eingesperrt wird und einen Ausbruch wagen darf. Und ähnlich wie Edna aus ihrer Zelle durch den Lüftungsschacht kriecht, missbraucht auch Harvey die eigentlich nicht begehbaren Verbindungen zwischen Räumen hier für seinen kleinen Ausflug in die Freiheit. Viel Spaß dabei. Ja, und was muss ich jetzt machen? Ah, verdammt. Muss ich... Der Korb ist auf jeden Fall interessant. Vielleicht sollten wir die... Wir müssen durch diese Tür, Edna. Ja. Ach was, echt? Das ist mir schon klar. Hey, Edna, vielleicht hilft der Schrank uns weiter. Wenn du keinen richtigen Vorschlag hast, dann lass es doch einfach. Was hältst du von dem Korb? Ich fühle mich so schmutzig. Keine Chance, Harvey. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun, als mit dem Wäschetümmler zu fahren. Schade. Willst du nicht weiter im Tagebuch lesen? Nein. Später. Mein Vater ist jetzt wichtiger. Elefant? Hey, Edna. Du magst mich doch lieber als den doofen Elefanten, oder? Ich mag euch beide, Harvey. Okay. Vielleicht müssen wir den Korb wieder zumachen. Huch. Lass das, okay? Warum? Komm mit, Harvey! Komm mit, Harvey! Lass das so... Hey! Wo ist sie hin? Ah. Ist sie etwa aus dem Fenster geklettert? Ah, das ist natürlich eine Möglichkeit. Ha. Sehr gut. Am besten teilen wir uns auf, um Mathis zu finden. Ich suche im Obergeschoss. Du suchst unten. Und wenn ich ihn gefunden habe? Dann holst du mich natürlich. Klar. Du, Edna. Ja, Harvey? Was ist, wenn Mathis doch ein wahnsinniger Mörder ist? Sei nicht albern, Harvey. Mathis kann keiner Fliege was zuleide tun. War ja auch nur eine Frage. Okay. Ich wollte es Edna gegenüber nicht zugeben. Aber ich habe ein wenig Angst. Aber an dieser Stelle werden wir heute wieder aufhören. Ich wünsche euch noch einen schönen guten Abend. Schlaft gut und habt was Schönes. Bis dann.